Schauen wir nochmal ein, zwei Videos. Unsympathisch. Kolbstraße. 2 Minuten 45. Ah ja. Würde nicht zu wild sein. Heute ist wieder soweit. Heute eine neue Episode von Sascha liest Kommentare. Oh mein Gott, Erdbeben. Erdbeben. Ganz traditionell fange ich an mit dem Top-Kommentar von der letzten Episode. Let's go. Schule geschlossen. Bundesliga unterbrochen. Unis geschlossen. Aber ich muss an der Stelle einfach mal sagen, Digga, dass Sascha zwar viel Gutes für die YouTube-Szene getan hat, aber durch ihn auch diese Dreckskommentare überall drunter stehen, Digga. Unis geschlossen. Mehr Anzeigen. Einfach krank melden. Hat bei mir auch funktioniert. Sascha macht Werbung für ein Spiel. Logische Folge. Erster bei den Trends in der Kategorie Gaming. Bitte gönnt mir meinen Hack. Dorfkinder 2019. Cordula Grün. Dorfkinder 2020. Corona Grün. Corona Grün. Corona Grün. Pietro, nächstes Jahr DSDS. Ich bin dabei. Ich kann mir dich gut im Recall vorstellen. Papa, was hat Mama zwischen den Beinen? Das Paradies und ich habe den Schlüssel dafür. Mehr Anzeigen? Dann solltest du das Schloss wechseln. Unser Nachbar hat einen Zweitschlüssel. Alter, ey, wer auch immer das Bier im Supermarkt hochgeworfen hat und wieder hingestellt hat. Ich finde dich. Ein Köftespieß, der versucht hat zu fliegen. Hast du versucht, Kolb zu straßen? Und das, liebe Zuschauer, passiert, wenn man Langeweile in der Quarantäne hat. Denn hier kommt ein 5 Jahre knochender Magen. Früher hat man gehustet, um den Furz zu übertönen. Mehr Anzeigen. Jetzt ist es andersrum. Da hat Monte das Game durchgespielt. Geil. Das gibt eine Anzeige. Es gibt 194 Länder und ich will alle besuchen. Mehr Anzeigen. No. Ich weiß auch nicht mehr, wohin mit mir. Sascha ist so gut auf Quarantäne vorbereitet, er hat sogar an den Schultern... Ernsthaft? Ehre dem, dem Ehre gebührt. Regierung, Ausgangssperre. Ghetto Blaster Boy? Ich denke nicht. Wenn du den Köftespieß siehst, mehr Anzeigen. Sag Maschallah, einfach der Hübsche. Maschallah. Einfach der Hübsche. Ich habe gestern 2 Flaschen Desinfektionsmittel für meine Familie bekommen. Nicht schlecht, Alter. Wirklich nicht schlecht. Mehr Anzeigen. We are family. Prost. Regierung verhängt Ausgangssperren. Sascha, und an der Stelle bin ich wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis mich mit einem Abonnement unterstützen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Das ist quasi ein, ich hab noch nie, also sowas wie, ich hab noch nie 3 gleichzeitig im Mund genommen, ja. Und dann musst du trinken, wenn du es gemacht hast. Ja, das Beste an dem Video waren irgendwie die Einblendungen, Digga. Was Papa Platte sich manchmal denkt, Diggi, wenn er... Ach, Bruder, muss los, Alter. Was ist denn noch in den Trends? Ah ja, der Monte auf Platz 1, zu Recht, Digga. 10 Minuten Upwork, no equipment, Bella. Bella Krause, zeig mal her, die Alte. Baby, it's cause we are. Got time and we're wasted. Can open for the night. Crunches in 3, 2, 1. Alle zusammen. Ah, dieses Internationale macht sie jetzt, Digga, oder was? So dieses Deutsch-Englische so, dieses internationale Publikum noch abgreifen, oder was? So, interessant, nicht mehr. Oh Mann, du. Die Bewegung kenne ich. Die Bewegung kenne ich, Digga. Toe taps in 3, 2, 1. Also diese Musik, Digga. Was macht sie noch für Übung? Ja, eigentlich ja nichts Verwerfliches dran, Digga, ne?
Sie macht halt Videos und will den Leuten zeigen, wie man sich fit hält. Was haben wir noch in den Trends? Deutscher als Rapper von Baryon. Wir können uns mal ein Video... Ich kann nicht versprechen, dass ich lachen muss. Ich finde den Humor, der ist nicht mein Humor. Wir können aber mal einmal probieren, Digga. Einmal probieren wir. Leute, ich will jetzt einen anderen Berufsweg einschlagen, ne? Das bedeutet, du gehst endlich in Rente oder was willst du uns damit sagen? Ich fange jetzt an mit Rapmusik. Oha, das ist ja mal was ganz Neues, doch. Günther, das ist doch ein schlechter Witz hier, oder was? Das meine ich tot ernst, du bist älter als jeder Rentner, wie soll denn das aussehen? Was heißt hier aussehen? Musik hört man doch irgendwie. Ich kann mir das nicht so vorstellen, Günni. Wie soll denn das ablaufen, du und Rappen? Ja, und wenn andere das machen kann... Bruder, dieser andere Pickel. Haben alle drei auch zufälligerweise den gleichen Pickel, ist mir aufgefallen. Sherlock Monte ermittelt, man kennt ihn. Nicht, dass ich wohl auch, oder? Das ist im Prinzip keine schlechte Herangehensweise, aber ich sage ja auch nicht, ich werde Fußballprofi, weil das kann ja jeder machen. Könntest du aber, wenn du willst. Das will ich aber nicht. Mach mir meinen Traum noch nicht kaputt, nur weil du nicht selbst an dich beliebst. Beliebst? Wer bist denn du? Jerry B. Anderson, oder was? Wie talkst du mit ihm? Jetzt finde ich damit ab, Jürgen. Ich werde Rapper. Punkt. Hattest du denn schon was geschrieben, oder? Das würde mich jetzt aber auch mal interessieren, Gönni. Ja, was denkt ihr denn? Ihr klatscht in den Titten hier. Soll ich das einfach vortragen, oder was? Hau mal ein paar Texte raus hier. Ich spitte meine Bars und fronte euch mit meinen Linus. Günther, was redest du da? Du hast doch schon wieder keine Ahnung, wovon du redest. Wie damals, als du den Stein mitgebracht hast. Günni, warum hast du eigentlich einen Stein dabei? Übst du Kopfbälle oder was? Das ist ein besonderer Stein. Was meinst du mit besonders? Den habe ich aus Amerika mitgebracht. Das ist ein Meilenstein. Die messen in Amerika noch nicht in Kilometer, sondern in Meilen pro Stunde. Also habe ich mir einen Stein mitgenommen, der am Hickway lag. Das ist ein Meilenstein hier. Günther, hast du damit wirklich Kopfbälle geübt oder was ist mit dir? Ja, wieso? Also Günther, dann zeig mir her, was du vorbereitet hast. Ich will das jetzt auch wissen. Ene mene Mopel, wer frisst Popel? Ene mene Mu, wer ist ein alter Keck? Genau. Du. Was? Du hattest uns eine Frage gestellt. Schön, dass du mich hier unterbrochen hast hier irgendwas sollen, ne? Lass ihn mal weitermachen. Entschuldigung, mach mal. Ene mene Mu, wer ist dein alter Keck? Genau, du. Ich droppe meine Reime und spitte meine Bars. Wenn ich vor deiner Haustür stehe, dann rufst du deiner Frau nur geh. Und was sagt ihr? Ich sag das mal ganz vorsichtig jetzt, ne? Ich hätte mir lieber mit dem Bolzenschussgerät durchs Gehör gejagt, statt mir das hier reinzuziehen. Also hat dir das gefallen? Ich mach Autotune auf deine Stimme und ein schickes Auto ins Musikvideo und dann wird das schon. Was für ein Auto? Ich hab nur ein Trabant. Autotune ist ein technisches Mittel, um deine Stimme zu verschlimmbessern. Mein Neffe, der blöde Bengel, der kann so ein Quatsch. Dann produzieren wir das und wir kommen raus, Leute. Könnt ihr lass uns über die Brücke watschen, wenn sie gebaut wurden? Habt ihr mal ein bisschen Verbesserungsvorschläge, oder was? Doch, aufhören und sein lassen. Aber klar, dass du wieder an die bist, Jürgen, wie immer bei meinen Ideen. Ja, weil du auch jedes Mal mit irgendeinem Blödsinn angetänzelt kamst. Ich würde das Ganze nochmal überdenken, nachher lachen wieder alle beim Bingo über dich. Ist mir egal, ob ihr dabei seid oder nicht. Ich wollte nur ein bisschen Unterstützung, aber ich brauche euch auch nicht. Ja, und weil wir deine Freunde sind, sagen wir dir, wie beschissen das ist und dass selbst Gelinde besser rappen könnte als du. Gelinde redet auch nur wirres Zeug seit 15 Jahren. Das nennt man Mumble-Rap. Ich mach das ohne euch, ich brauche euch dazu nicht. Du, Jürgen, kannst du deinen Neffen, den blöden Bengel, dann nochmal fragen wegen Autotune? Günther, lass uns über die Brücke watschen, wenn sie gebaut wurde, du. Ene mene Mopel, wer frisst Popel? Ene mene Mu, wer ist einer der Kek? Genau, du. Ich droppe meine Reime und spitte meine Bars. Wenn ich vor deiner Haustür stehe, dann rufst du deiner Frau nur G. Digga, ich muss wirklich sagen, ich bin absolut fasziniert davon, erstens, dass mein Humor anscheinend wirklich komplett anders ist, was ja okay ist, das ist eine Geschmackssache, aber ich bin echt davon begeistert, dass er mit diesen Videos diese Aufrufe macht und dass diese Videos auch so beliebt sind. Also anscheinend gibt es ja sehr viele, die diesen Humor feiern. Nicht jeder hat gleichen Humor, ich habe anscheinend einen anderen, aber... Ich fand's jetzt, für mich persönlich, mein Humor war es nicht, aber viele Leute feiern das, Digga, und das ist doch was Nices, oder? Ist gut gemacht, aber richtiger Eimer-Humor. Ja, würde ich so sagen. Mein Humor ist es nicht. Aber ich glaube, und das ist ja am Ende des Tages das Wichtige, dass er vielen Leuten damit ein Lächeln ins Gesicht zaubert, oder? Das ist doch das Wichtigste, Digi. Das ist doch das Wichtigste. Leute glücklich machen. Und das hat er wohl geschafft. Das hat er wohl geschafft, Digga. Maske für Mund und Nase, nur einer Minute. Hallo. Hi und herzlich willkommen auf der Nesbach-Welt. Heute mal ein anderes spontanes Video. Die Backwelt, man kennt's. Denn ich wollte euch mal zeigen, wie man Masken für Mund und Nase selber machen kann. Diese sind nämlich nirgendwo mehr erhältlich. Und ich finde, jede andere Maske ist besser als keine Maske. So, ich nehme eine Serviette und 4 Haargummis.
Oha. Die Haargummis verlängere ich mir einfach, indem ich jeweils zwei aneinander knote. Wäre schon dran verzweifeln, Digga, mit den Haargummis. Die Serviette falte ich einmal bis zur Mitte. Falls ihr eine kleinere Maske möchtet, für Kinder zum Beispiel, faltet ihr sie erneut bis zur Mitte. Für mich schlage ich die Serviette nur ein Viertel um. Wisst ihr, was ich einfach gemacht hätte? Ich hätte einfach die Serviette, die Seite Klebeband und jalla Abfahrt. Nun befestige ich die Haargummis von beiden Seiten an die Serviette und zwar ziehe ich das Serviettenende jeweils durch ein Haargummi und lasse dabei das andere Haargummi außen liegen. Jetzt schlage ich das eine Ende ein und falte das andere Ende sozusagen in die schon eingeschlagene Serviette hinein. Sieht aus wie ein Geschenk, Digga. Das war's dann auch schon. Für mich ist diese Maske eine gute Option bzw. Alternative, falls man zum Beispiel auch selbst erkrankt ist, um andere zu schützen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Däumchen da lassen oder ein kostenloses Abo. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Also, ich finde es jetzt, Digga, ist doch in Ordnung. Was ich mich bloß frage ist, und da bin ich kein Profi, schützt dieser Mundschutz wirklich vor Bakterien? Oder schützt es nicht vor Bakterien? Okay, weil, wenn es nicht davor schützt, ist das ganze Video für den Arsch, oder? Es schützt andere vor deinem Auswurf. Ja, okay. Wie gesagt, bin kein Profi drinnen, ne? Okay, es schützt andere anscheinend, okay. Weil, wie gesagt, ich sag mal so, ja. Bin ich kein Profi, weiß nicht, ob das was bringt oder nicht. Aber an für sich will sie ja nur Leuten helfen und gut.